Wir werden dir so viel Essen geben, bis du platzt, mein Freund. Er ist geplatzt. Hallöchen und willkommen zu einem lustigen Abenteuer, zu einer ganz neuen Mod. Mit mir, dem sprechenden Chips, dem Copper. Wir sind heute wieder in der Schule und haben richtig bescheuerte Mods dabei. Eine Eismod. Wir können Eis essen und werden immer fetter, bis wir platzen. Lustige Troll-Items, Flammenwerfer, Verwüsterer zähmen und vieles mehr. Ich will noch nicht zu viel verraten. Echt coole Sachen sind dabei. Das Ganze machen wir nicht alleine, denn ich habe meinen kleinen Bruder dabei. Sagt Hallöchen zu, Mario. Dieser kleine Knirps kommt bald in die Schule. Allerdings müssen wir aufpassen, denn dieser frisst alles. Kein Scherz. Steak, Kekse, sogar Erde oder Sand. Der nimmt einfach alles in den Mund. Was ist falsch mit dir? Wir müssen aufpassen, wenn er zu viel isst, dann platzt er. Kein Witz. Reden wir nicht lang, gehen wir direkt in die Schule. Mal schauen, was die Bewohner vorbereitet haben. Jetzt geht's los. Mario? Mario, was machst du denn da? Wo gehst du denn hin? Wo bleibst du denn? Bei Fuß. Mario, wir haben das doch besprochen. Du musst in die Schule gehen. Was machst du denn? Jetzt komm doch. Mario, ich habe hier ein Netherite-Schwert. Muss ich dich wieder hauen? Nein, er hat das Schwert gefressen. Ah, diese gelbe Tomate. Einfach mein Schwert fressen. Das habe ich extra gecraftet. Okay, Mario, du kommst jetzt mit. Wehe, du stellst irgendwas an. Wenn wir wegen dir rausgeworfen werden, dann werde ich dich werfen. So, da sind wir schon. Hallöchen, hier ist einiges los. Wir haben hier einige Mods. Die Bewohner haben was vorbereitet. Mario, hör mir zu. Nicht alles in den Mund nehmen. Das Einzige, was du essen solltest, ist das Wissen. Die Weisheit, damit du schlau wirst. Nein, er hat das Buch gefressen. Warum, Mario? Was ist denn falsch mit dir? Aha, was haben wir denn hier? Als erstes haben wir eine Mod, wo ein Bewohner Eis verkauft. Das sieht echt lecker aus. Was für eine Auswahl. Es gibt sogar eine Eismaschine. Wie awesome. Ich habe so einen Hunger. Hey, Bewohner, mein kleiner Bruder Mario und ich wollen Eis haben. Wie viel kostet das? Bitte was? 7 Smaragde? Kein Problem. Ich gebe dir sogar 5. Den Rest kannst du behalten. Was macht der denn da? Lass Mario in Ruhe. Nicht schubsen. Gewalt ist böse. Hau ab. Andere verletzen. Ich glaube, es hackt. So gut. Wir brauchen nur eine Eiswaffel. Die kann man ganz einfach mit Weizen herstellen. Wir haben 4 verschiedene Eissorten zur Auswahl. Schokolade, Vanille, Erdbeere oder Zitrone. Wieso haben die alle Gesichter? Was? Sind die etwa lebendig? Die kann man doch nicht essen. Ich nehme 10 Kugeln. Los geht's. Das hier ist die neue Eismaschine in Minecraft. Einfach Waffel drunter halten und wir bekommen eine Kugel Eis. Schokolade. Wir machen die Maschine leer, dass die kleinen Bewohner nichts mehr bekommen. Haha, so gut. Wir müssen die essen, um Effekte zu erhalten. Los geht's. Zitrone geschlabbert. Nom 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 nom. Damit erhalten wir den Bouncy-Effekt. Wahnsinn. Einfach von irgendwo herunterspringen und wir werden abgefedert. Wie ein gelber Schleim. Als würde man auf einem Bett hüpfen. Ein gelber Flummi. Es ist echt cool. Ich mag den Effekt. Da will mir einer behaupten, Eis ist ungesund. Hier, Mario, du musst das Eis essen und du bekommst keinen Fallschaden. Hier. Mario? Mario, mein Bruder, mein kleiner Bruder. Dann Erdbeereis direkt in uns reingeschoben und wir bekommen einen Jump Boost. Ja doch, wir springen wirklich höher. 3,5 Blöcke können wir hochhüpfen. Das ist echt nicht schlecht. Hier, Mario, das musst du auch probieren. Bitteschön, es funktioniert. Unser Mario springt wie ein gelber Frosch. Das Eis wirkt immer. Ha, Mario? Mario! Dann Vanilleeis. Auch das werden wir vernichten. Super lecker. Wir bekommen einen Geschwindigkeitsboost. Naja, ich weiß ja nicht. Also wir sind nicht so viel schneller, aber zumindest ein bisschen. Beschweren kann ich mich da eher weniger. Hier, Mario. Vanilleeis. Deine Lieblingssorte. Es funktioniert. Da rast unser kleiner Tennisball durch die Gegend. Und Schokoladeneis. Auch das werden wir mampfen. Mit einem Haps runtergeschluckt. Und wir bekommen den Return-Effekt. So gut. Sollten wir damit Pfeile schießen, dann fliegen sie zurück. Sieht man das? Das sieht irgendwie komisch aus. Was ist das? Was ist das? Der Bewohner hat auch Süßigkeiten, Schwert und Werkzeuge. Die sind ziemlich overpowered. Damit können wir richtig schnell Blöcke abbauen oder ganz schnell graben. Aber die Werkzeuge gehen sehr schnell kaputt. Ein kurzer Spaß. Kurz und spaßig. Das kenne ich. Das Eis war auch nur ein kurzer Spaß. Auch das Schwert. Wie gesagt, es ist eine kleine Spaßmod, die man nicht ernst nehmen sollte. Hä? Wir können die Werkzeuge essen, wenn wir Hunger haben? Ist richtig. Außerdem haben wir eine Süßigkeitenangel. Perfekt zum Trollen. Die kann man als Enterhack nutzen. Ist klar. Guckt euch das an. Damit kann man sich übelst verletzen und auf den Boden klatschen. Hier, Mario. Damit kannst du deine Mitschüler ärgern.
Nein! Er hat's schon wieder gegessen. Nee, jetzt ist Ende, Banane. Du willst es nicht anders? Dann iss halt dein Eis. Das ist echt ungesund. Und wenn man zu viele ungesunde Sachen isst, dann ist das schlecht für die Figur. Und man wird dicker. Guck hier, Mario. Oh mein Gott, guckt euch das an. Je mehr er isst, desto dicker wird er. Er kann sich nicht mal mehr bewegen. Er muss sich sogar hinsetzen. Nein, Mario. Du willst essen, du bekommst Essen. Wir werden dir so viel Essen geben, bis du platzt, mein Freund. Er ist geplatzt. Was mache ich hier eigentlich? Wo bin ich in meinem Leben nur falsch abgebogen? Hier, es ist so doof. Anfangs wird er dick und langsam. Danach muss er sich setzen. Er kann nicht mehr laufen. Schaut euch diese dicke Kartoffel an. Irgendwann macht es bumm. Einfach nein. Ich glaube, wir sollten schnell weitermachen. Dann, was haben die Bewohner noch vorbereitet? Was haben wir als nächstes? Was ist das denn hier? Ein Flammenwerfer? Ein Flammenwerfer in der Schule? Seid ihr komplett bescheuert oder was? Wer ist dafür verantwortlich? Was ist, wenn sich jemand verletzt? Depp, du solltest dich verschämen. Einfach draufdrücken und wir schießen Feuer. Das ist brandgefährlich. Nee, das lassen wir lieber hier. Das werden wir nicht nutzen. Auf keinen Fall. Wer Mario ärgert, wird von mir geärgert. Das ist mein Bruder. Wer gemobbt wird, wird von mir gemobbt. Dann als nächstes haben wir Projekt Matsche. Mario, hör mir zu. Du darfst dich nicht von jedem verprügeln lassen. Du darfst dir nicht alles gefallen lassen. Du musst stark sein. Sei kein Weichei, okay? Damit dir keiner das Pausenbrot in der Schule klaut, haben wir eine Netherite-Rüstung. Aber keine normale, pass auf. Wir haben die neue Smash oder auch Matsche-Verzauberung. Die müssen wir auf die Rüstung packen. Jedes Teil in den Amboss geschmissen, gar kein Problem. Leute, das wird so witzig. Direkt angezogen und ab geht's. Okay, Mario, schau mir ganz genau zu. Ich zeige dir, wie du dich am besten verteidigen kannst. Du redest hier mit dem Schlausten. Ich habe Minecraft schon halb durchgespielt und bin nur 17 Mal gestorben. Ich bin Profi. Schritt 1. Wir müssen uns hochbauen. Blö, Koopa, mach das. Sekündchen. Wir müssen nur nach ganz oben. Moment. Ich hab's gleich. Okay, Mario. Schau mir zu. Wenn du mit der Verzauberung auf jemanden springst, dann bekommt er Schaden. Ist das nicht toll? Wir werden zum lebendigen Amboss. Sowas sollte es auch ohne Mod geben. Schwere Rüstung. Springen wir damit auf einen Mitspieler, dann tut er sich weh. Gewalt ist keine Lösung. Aber wer mich verletzt, den werde ich verletzen. Hier, Mario. Die musst du nur anziehen. Nein, er hat sie gegessen. Was ist denn falsch mit dir? Oh, das ist doch... Mann! Dann als nächstes OP-Rüstung. Die sieht echt knorke aus. Es gibt sogar einen OP-Zauberstab. Direkt mitgenommen. Dieser macht 5 Angriffsschaden. Aber nicht nur das. Mit Rechtsklick können wir Blitze erzeugen. Bam! Oh, wir haben ein Problem. Ich glaube, ich habe was vergessen. Da war ja was. Ich glaube, da hatte ich schon mal bessere Ideen. Mario, du musst uns helfen. Hilf uns. Aber kein Problem. Mit Shift und Rechtsklick können wir uns schnell wegteleportieren. Wir sind Profi. Das K in Koopa steht für schlau. Mich bekommt ihr niemals. Ich habe mich in die Luft teleportiert. Auch die OP-Rüstung nehmen wir mit. Werden sie sofort anziehen. Seht ihr die Verteidigung? Diese Rüstung ist einfach 10-mal stärker als Netherite. Ist richtig. Auch wenn uns Monster angreifen, wir bekommen gar keinen Schaden. Wir verlieren fast keine Herzen. Wow, Mario, wenn du die Rüstung frisst, dann friss ich dich. Nein, Mario! Ich hasse diese Mod. Ja, klar. Und jetzt springt er fröhlich weg. Er hat gegessen und verschwindet. Und als nächstes haben wir Projekt Loot. Eine kleine Minimod, echt witzig. Ab sofort bekommen wir von Händlern, Hexen und Dienern Pakete. Also, wenn wir sie beklauen. Hast du gehört, Mario? Wenn du Händler, Hexe oder Diener siehst, immer zusammenschlagen, dann bekommst du ein Geschenk. So gut, sollten wir die öffnen, dann bekommen wir per Zufall Müll, aber auch viele coole Items mit tollen Funktionen. Das hier sind alle Items, die wir bekommen können. Die gehen wir schnell durch. Vielleicht ist was für Mario dabei. Schwert. Damit können wir viele Gegner auf einmal bekämpfen. Das ist normal, aber hier diese Reichweite. Auch wenn Mobs weit weg sind, wir können sie damit erreichen. Aha, mein Schwert ist länger als man denkt. Das habe ich schon mal gehört. Hammer. Damit können wir Mobs in die Höhe katapultieren. Sie bekommen richtig viel Schaden. Totem. Der funktioniert wie ein normaler Totem. Sterben wir, werden wir wieder belebt. Der Dolch.
macht richtig viel Schaden bei Dienern. Der Spiegel. Richtig overpowered. Damit können wir alles in der zweiten Hand einmal klonen. Und mit alles meine ich wirklich alles. Außerdem die Peitsche. Sollten wir damit jemanden schlagen, dann können wir ihn reiten. Höher, kleiner Bewohner. Höher. Ja, hahaha. Egal, wen wir damit hauen. Wir können uns auf jeden draufsetzen. Besonderes Erz. Damit können wir den Totem von eben craften. Zauberbuch. Damit können wir jeden Mob in einen riesigen Schleim verwandeln. Allerdings kostet das ein bisschen Erfahrung. Diese Items machen echt Spaß. Moment, ich habe eine Frage. Können wir auch Mario verwandeln? Nein, er hat's gefressen. Das Gewürz. Damit werden andere Mitspieler langsamer und sie können keine Items für 15 Sekunden nutzen. Wither Knochenmehl. 9 Felder auf einmal düngen, auch nicht schlecht. Noch ein Zauberbuch. Damit können wir diese Zähne erzeugen, die andere aus dem Boden beißen. Überall, wo irgendwer steht. Richtig gut, um Freunde zu nerven. Dann Überlebenskraut. Echt awesome. Damit können wir einen Verwüsterer zähmen. Wir können ihn sogar reiten. Wie cool ist das? Aha, wir haben einen Verwüsterer gezähmt. Nehmt euch in Acht. Damit können wir jeden wegklatschen. Die letzten 4 Items gehen wir schnell durch. Die geben Effekte. Der Trank bringt irgendwie nichts. Ich glaube, das ist ein Fehler. Auch die Flasche sollten wir dran schlürfen, dann passiert nichts. Außer, dass wir Erfahrung verlieren. Vorhin beim Testen hatte ich kurz Regeneration bekommen. Flöte der Freundschaft. Sollten wir diese dudeln, dann bekommen wir den Held des Dorfes als Effekt. Für ganze 15 Minuten. Und das Hörnchen. Da bekommen wir böses Omen für 15 Minuten. Das ist der Effekt, wo das Dorf überfallen wird. Panik, Panik. Le Cope hat ein Video hochgeladen. Rennt um euer Leben. Ah! Immer wenn Panik ist, muss Mario essen. Sonst dreht er durch. Das ist ganz wichtig. Schnell, deine Medizin ist schneller. Na los, hau rein, hau rein. Ist schneller. Ha. Leider darf Mario nicht auf die Schule, weil er alles gefressen hat. Aber wir kommen zurück. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Eine Mod, mit der wir zum Werwolf werden. Mitspieler durch Wände sehen, können Bewohner fressen und mehr. 30 Fähigkeiten, super lustig. Werde ich auf dem Bildschirm verlinken. Einfach klicken. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Das war der Kopper. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin und Hallöchen.